Was sind demnach unzulässige Fragen? Ich habe es gerade schon so kurz angedeutet, also Fragen, die in die Privatsphäre eindringen, die gar in die Intimsphäre des Bewerbers eindringen, sind unzulässig. Nehmen wir mal hier so ein paar Beispiele. Zum Beispiel ist grundsätzlich unzulässig die Frage nach der Konfession. Grundsätzlich unzulässig die Frage nach Gewerkschaftszugehörigkeit. Gilt als Privatsphäre, obwohl es arbeitstechnisch durchaus relevant sein könnte. Aber es gilt als unzulässig. Und auch die Frage nach Heiratsabsichten oder nach Kinderwunsch, ja, ist Privatsphäre und geht den Arbeitgeber, den potenziellen neuen Arbeitgeber, grundsätzlich mal nichts an. Das sind unzulässige Fragen grundsätzlich. Aber da wir gerade bei der Stelle sind, es gibt eine Ausnahme, nämlich der sogenannte Tendenzbetrieb. Ein Tendenzbetrieb ist ein Betrieb, der in seiner Grundausrichtung eine bestimmte Prägung hat, zum Beispiel ein konfessionsgebundener Kindergarten, ein katholischer Kindergarten oder eine politische Partei. Und in einem solchen Tendenzbetrieb darf man dann natürlich Fragen stellen, die sonst unzulässig wären. Ja, wenn Sie eine Kindergärtnerin in einem katholisch gebundenen Kindergarten einstellen, dürfen Sie nach der Konfession fragen. Wenn Sie eine Sekretärin in einer politischen Partei, eine Sekretärinstelle besetzen wollen, dürfen Sie nach der politischen Ausrichtung fragen. Sonst geht es den Arbeitgeber nichts an, welche Partei der potenzielle neue Arbeitnehmer wählt. Aber ist ganz klar, wenn Sie eine Sekretärinstelle bei einer bestimmten Partei besetzen, dann wollen Sie nicht unbedingt Ihren politischen Gegner dort haben. Also haben Sie da hintenrum sozusagen ein berechtigtes Interesse, sogenannter Tendenz. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.